Die Heilwirkung des Gewürzlorbeer. Ein paar Blätter Lorbeer verfeinern Eintöpfe oder deftige Gerichte. Lorbeer ist aber nicht nur ein leckeres Gewürz, sondern überrascht auch mit sehr viel heilenden Eigenschaften. Verschiedene Anwendungen mit den Blättern des Lorbeerbaums lindern Verspannungen, Gelenkprobleme, Infekte oder Diabetes. Der echte Lorbeer, Laurus nobilis, ist ein immergrüner Baum, der in milden Regionen wächst. Auch bekannt als Gewürzlorbeer, verwendet man seine Blätter traditionell zum Aromatisieren von Suppen, Fisch- oder Fleischgerichten. Lorbeer gilt aber auch als Heilpflanze. Bei vielen Beschwerden wie Magenproblemen, Entzündungen, Prellungen, Husten, Rheuma oder Schmerzen konnten ihm als Hausmittel deutlich lindernde Eigenschaften nachgewiesen werden. Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten machen den Gewürzschrank damit auch gleichzeitig zur Hausapotheke. Lorbeertipp bei Halsschmerzen. Bei Halsschmerzen, Bronchitis oder Verdauungsstörungen hilft ein milder Lorbeer-Tee. 1 Esslöffel zerkleinerte Lorbeerblätter mit ca. 250 ml kochendem Wasser überbrühen, zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen und abseihen. Morgens und abends schluckweise trinken. Immunsystem stärken mit Lorbeermilch. In Studien konnte dem Lorbeer auch eine krebshemmende Wirkung, insbesondere bei Leukämie, nachgewiesen werden. Gleichzeitig stärken die Blätter das Immunsystem und wirken schmerzstillend. Zum Aufbau der Abwehrkräfte, begleitend zur Krebstherapie aber auch bei Blasenentzündungen wird die Lorbeermilch empfohlen. 2 Lorbeerblätter kocht man mit 500 ml Ziegenmilch in einem geschlossenen Topf und bei mittlerer Hitze sehr langsam auf. Sobald die Milch kocht, den Topf vom Herd nehmen und ca. 20 Minuten abkühlen lassen. Die Lorbeerblätter herausnehmen und 3x täglich eine Tasse davon trinken. Inhalieren mit Lorbeerblättern bei Grippe. Ein Dampfbad mit Lorbeer befreit die oberen Atemwege und löst festsitzenden Schleim. Für die Inhalation gibt man einige Lorbeerblätter in eine Schüssel und übergießt sie mit heißem Wasser. Ein Handtuch über den Kopf legen und die Dämpfe vorsichtig für einige Minuten durch die Nase einatmen. Kurze Pause anlegen und den Vorgang noch zweimal wiederholen. Lorbeer verzehren gegen Diabetes. Wird täglich ca. 1-3 g Lorbeer über Speisen konsumiert, senkt nachweislich seinen Blutzuckerspiegel. Die University of Agriculture konnte belegen, dass die Risikofaktoren für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen damit deutlich verringert werden. Die enthaltene Kaffeesäure in den Lorbeerblättern stärkt außerdem die Blutgefäßwände und senkt den Cholesterinspiegel. Räuchern mit Lorbeer vertreibt Stress. Das Anzünden getrockneter Lorbeerblätter verbreitet einen wohltuenden und beruhigenden Geruch in Wohnräumen. In einem feuerfesten Gefäß lässt man 1-2 Lorbeerblätter verbrennen und genießt nach bereits die befreiende Wirkung. Räuchern mit Lorbeer löst Verspannungen und hilft Stress abzubauen. Lorbeerölmischung gegen Schuppen. Aufgrund der antibakteriellen und antimykotischen Wirkung von Lorbeer soll eine Behandlung mit speziellem Lorbeeröl auch bei bestimmten Formen von Kopfschuppen helfen. Einige Lorbeerblätter werden zerkleinert und in ca. 100 ml Lorbeeröl eingelegt. Einen Tag ziehen lassen und anschließend die Kopfhaut mit dem Ölauszug massieren. Handtuch um den Kopf wickeln und 30-60 Minuten einwirken lassen. Anschließend kräftig ausspülen. Alternativ kann man seinem Shampoo auch 3-4 Tropfen ätherisches Lorbeeröl hinzufügen. 3-4